Den Tag nicht vor dem Abend loben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Redewendungen verwenden wir täglich und das meist unbewusst. Doch woher kommen all die geflügelten Worte? Das wollte der Literaturwissenschaftler Rolf Bernhard Essig genauer wissen und hat in 60 Ländern geforscht. Neue sprichwörtliche Redensarten in Brasilien. Wenn etwas Unglückliches passierte, dann seufzt man Tor für Deutschland. Eine Kostprobe aus seinem Buch, da haben wir den Salat, gab es jetzt in der Buchhandlung Riemann. Bei dem Buch, da haben wir den Salat, da geht es um Geschichten aus aller Welt, die jeweils so bekannt wurden, dass ein kurzer Teil daraus oder eine Zusammenfassung der Geschichte in einem Satz zu einem Sprichwort wurde. Es gibt ein altes Sprichwortlexikon aus dem 19. Jahrhundert und da sind ganz viele neue nicht drin, zum Beispiel Niveau Limbo. Kennen Sie auch nicht. Das liegt daran, dass es relativ jung ist. Das Coburger Publikum amüsierte sich köstlich über die lustigen und kuriosen Geschichten aus der ganzen Welt. Aber wie kam der Autor auf die Idee, ausgerechnet nach dem Ursprung von Sprichwörtern zu forschen? Ich bin eines von 8 Kindern und insofern bei uns wurde ganz viel in Sprichwörtern, Redensarten gesprochen. Mein Vater war Seemann, meine Mutter Lehrerin. Da ergab sich das von selbst. Und später hat mal ein Agent gesagt, du verwendest so viele. Weißt du denn was über den Hintergrund? Und dann fing ich an zu forschen. Jetzt 11, 12 Bücher später weiß ich ein bisschen mehr. Die Zuhörer waren erstaunt, dass es in Deutschland um die 300.000 Redewendungen gibt. Bekannte und weniger bekannte. Auch der Autor hat ein Lieblingssprichwort. Lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Das kommt aus dem Talmud. Und ich finde, es ist besonders deswegen wichtig, weil ich viele Experten kenne, die zu allem den Schlappschuh offen haben. Ich bin zwar auch manchmal gern Klugscheißer, aber man muss wissen, wo seine Grenzen sind. Im zweiten Teil des Abends holte sich Essig Anregungen aus den Reihen der Besucher und lernte so ganz nebenbei einige neue Redensarten dazu. Übrigens, da haben wir den Salat, war ursprünglich als Kinderbuch gedacht. Entstanden ist ein unterhaltsames und lehrreiches Buch für alle Generationen.